Hey Kay, sorry, bin spät dran. Kein Ding, ich hab eh nichts vor. Du wolltest mir was Wichtiges sagen? Doch nicht, dass Chris mich bei seiner Mission dabei haben will, oder? Ich hab ihm schon gesagt, dass ich da keinen Bock drauf hab. Ehrlich, was ihr von seiner Houndwolf-Squad für ihn durchmacht. Nein, danke. Darum geht's nicht. Es geht um dich. Mich? Ich mach mir Sorgen. Wie läuft's in der Schule? Ernsthaft? Dafür hast du mich herzitiert? Machen diese Mädchen es dir immer noch schwer? Du meinst, ob sie mich noch wie ein Freak behandeln? Hey! Sieh mich an. Du bist kein Freak. Doch. Und das weißt du. Darum halte ich mich von den anderen Schülern fern. Wenn sie wüssten, was ich bin. Also, hast du keine Freunde zum Reden? Reden? Worüber? Dass ich kaum ein Mensch bin? Dass ich ein abstoßendes Monster bin? Aber hey, ist okay. Freunde bringe ich selten um. Was, wenn du deine Kräfte loswerden könntest? Ich würde keine Sekunde zögern. Okay, dann lass mich dir was zeigen. Du weißt bereits von Miranda und dem Mutamyceten, wie sie ihn wie besessen untersuchte und ihren Experimenten an Menschen. Wie mir. Genau. Was du nicht weißt, ist, dass wir jetzt Teile ihrer Unterlagen gefunden haben. Offenbar entdeckte sie einen reinigenden Kristall, der den Mutamyceten entfernen kann. Reinigenden Kristall? Wenn wir so einen hätten, könnten wir deine Kräfte vielleicht abschwächen. Womöglich sogar ganz entfernen. Du verarschst mich. Nein, aber die Notizen sind unvollständig. Allerdings habe ich da so eine Ahnung, wo der Rest ihrer Forschung sein könnte. Na dann los, finden wir sie. Wo ist sie? Da drin. Was? Das ist ein Fragment des Megamyceten. Es absorbiert und speichert die Erinnerung derer, die in unmittelbarer Nähe sterben, auch Mirandas. Und damit all ihr Wissen. Wenn du in sein Bewusstsein eindringst, findest du vielleicht etwas über diesen Kristall heraus. Was soll das heißen, in sein Bewusstsein? Okay, also, du, dank deiner Verbindung kannst du die Informationen im Innern erkunden. Klingt verrückt. Du klingst verrückt. Ja, Rose, aber nicht gefährlich. Okay, es ist quasi wie ein Spaziergang durch jemandes Erinnerung. Und du denkst, das funktioniert? Ein Versuch ist's wert. Was hast du zu verlieren? Wie soll das überhaupt gehen? Du, Scheiße, ich, keine Ahnung. Versuch's zu kontaktieren. Dann sehen wir's. Okay. Na gut. Was soll's? Ja, als ob sie sagen, sie die gar nicht da sind. Creepy. Verzieh dich gefälligst, du Freak. Er will schon mit der befreundet sein. Ist sowas von nicht normal. Ihre Hand hat sich was bewegt. Was ist los mit dir? Hört auf! Creepy. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Ihre Hand hat sich was bewegt. Was ist sowas von nicht normal? Nicht aufstoßen! Bitte, hört auf! Noch hier? Kay! Kay! Wo bist du? Kay! Hier stimmt was nicht.
Und damit herzlich willkommen zu auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday. Willkommen zu meiner ersten Folge zum Let's Play von Resident Evil Village Shadows of Rose. Ja, das DLC ist gestern erschienen. Und ich dachte mir, zum Anlass nehme ich das, um ein neues Let's Play zu machen. Zu dem DLC. Denn ich habe ja auch auf meinem Kanal die Hauptgeschichte durchgespielt. Und ich bin sehr gespannt, wie das hier mit Rose ist. Und ja, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und mich begleitet auf meiner DLC-Reise zu Resident Evil Village. Und ja, fangen wir mal an. Hä? Wir spielen jetzt Rose. Es spielt ungefähr, ich glaube, 15 Jahre nach Teil 8. Und wir haben ja jetzt erfahren, was sie machen will, um ihre Kräfte loszuwerden. Und das schauen wir uns jetzt mal an, würde ich sagen. Also, legen wir los mit Resident Evil Village Shadows of Rose. So. Erstmal gucken hier. Wir haben kein Inventar, doch. Wir haben aber viele Plätze. Okay. Den reinigen Kristall finden, okay. Was haben wir hier? Ja, okay. Hintergrundinformationen über Miranda. Gehen wir mal raus. Warte. Was? Ja, wir sind nicht mehr in der richtigen Welt. Die Umgebung erkunden. Das DLC soll auch ein bisschen horrormäßiger sein als das Originalspiel. Und da bin ich mal gespannt. Rose benutzt auch, glaube ich, keine Schusswaffen, sondern die hat Kräfte. Aber was das genau ist, das werden wir dann noch erfahren. Hier. Auf jeden Fall ist es sehr dunkel. Ich hoffe, ihr seht noch alles. Muss mich beeilen, sonst bin ich die Nächste. Muss an diesen Kristall kommen. Ja, und wie ihr seht, ist das Spiel jetzt durch das DLC kein First-Person-Spiel mehr. Ich werde auch noch einen Stream machen zum Hauptspiel in der Third-Person. Aber wann der ist, weiß ich noch nicht. Vielleicht ist er auch schon draußen, wenn ihr das Video hier seht. Mal schauen. Kann nicht rennen, gar nichts. Das hier sieht noch nach Sackgasse aus. Voll eklig. Was ist das? Das DLC kostet übrigens 20 Euro. Und ich glaube, wenn man die Gold Edition von Village kauft, ist das kostenlos dabei. Versuchen. Du. War da was drin? Kanone? Was gibt's da links? Hier ist ganz schön dunkel. Lass mich raus. Ist da? Ist da jemand? Gefährlich hier. Gefährlich? Wieso? Warte, ich sehe, ob ich einen Schlüssel finde. Der Person wirklich helfen solltest, den Zellenschlüssel finden. Schauen wir mal. Wir scheinen ja jetzt in irgendwelchen Erinnerungen zu sein. Bin mal gespannt. Ja, nix. Liegt was? Okay. Rose. Hey, damit kann man keinen erschrecken. Steht mein Name. Einfach den Hasenkadaver beigeben, um ein Kunstwerk daraus zu machen. Verwesungsprozess, kein Problem. PS, wenn man ihnen etwas Schminken auflegt, sehen sie lebendig aus. Okay. PF.
Den Schlüssel. E. Okay. Was ist das für ein Zeug? Wichtige Objekte finden Sie im Inventar. Also, wir können wieder herstellen. Kann man Munition herstellen? Kriegt sie jetzt auch eine Schusswaffe? Okay. Muss da auch noch lang. So. Geh da mal lieber nicht lang. Erstmal zurück die Person retten da. Yeah. Da lang. Aufruf. Okay, also ich habe auch, wie wir im Hauptspiel gelernt haben, rote Bereiche sind noch Sachen zu finden. Und da hier nichts Rotes, haben wir hier anscheinend nichts zu finden. Oh, Igitt. Was war das? Eine Treppe. Entriegelt. Hallo? Was ist das? Ah! Nein! Stopp! Hilfe! Ich bin Rose. Was ist hier los? Müssen weiter. Aber zu gefährlich hier. Okay. Sag mal, Rose. Hey, warte! War nicht so schnell. Hilf mir heben. Okay. Hey, warte! Wo willst du hin? Ich renn dir einfach weg. Warte doch auf mich. Irgendwie kommen mir die Gemäuer hier bekannt vor. Ach du Scheiße! Warte mal, ich will mich mal umgucken. Hier liegt schon mal was. Muss schnell diesen Hebel finden, geh tiefer rein. Hä? Okay. Das wird wohl zur Flucht noch benötigt. Noch mehr, die wie ich aussehen. Weißt du, was hier vor sich geht? Oh nein! Hey, hörst du mir überhaupt zu? Hebel für den Schalter finden. Wir müssen das Tor öffnen. Ja, hier hinten war irgendwie der Weg halt. Ja. Hä? Wollte gerade sagen, war mal was zu. Bis jetzt ist das komplett verwirrend hier alles.
Man fühlt sich auch nicht wohl, weil man sich nicht wirklich verteidigen kann. Lecker. So viele Leichen. War das etwa? Oh Gott. War das etwa was? Schalterhebel. Intrige. Bin ich jetzt? Ah, okay. Ja, man darf nicht zu lange in dieser Suppe sein. Sie sind verloren. Okay. Das war gemein. Das wusste ich nicht. Bekannt vor. Nein! Bleibt weg! Was? Das ist überall ist dieses Zeug, Junge. Jetzt kommen sie nicht mehr hinterher. Also ja, man kann sich in dem Spiel nicht so wehren, wie Ethan es getan hat. Deswegen ist das Spiel ein bisschen mehr auf Horror. Ach ja, das kennen wir doch. Alles okay?
ein Feind. Okay. Was waren das für Dinger? Was ist hier los? Wie? Was ist das hier? Wo bin ich? Bei der Lady Dimitrescu. Geh so lange du kannst. Nicht bevor ich das losgeworden bin. Es gibt hier einen Kristall, der den Pilz entfernt. Ich muss ihn finden. Ohne den gehe ich nirgendwo hin. So gefährlich. Wer bist du? Mein Schutzengel? Wenn du willst. Hast du einen Namen? Du bist ein Engel, also... Gabriel? Michael? Ich vermute mal, ihr Vater, wa? Michael. Okay. Michael. Und jetzt? Ehrlich hier. Geh weiter. Erstmal speichern. An Schreibmaschinen können Sie Ihren Fortschritt speichern. Ach nee. Hier gibt's noch irgendwas? Läuft ein bisschen langsam. Ja gut, ich kann ja jetzt rennen. Ich will aber hier lang. Hier ist weiter nichts. Okay. Gehen wir mal hier raus. Natürlich ist es hier auch dunkel. Erste Hilfe, Arznei. Ja. Ist den reinen Kristallwind, die Umgebung erkunden. Okay. Sie tun mir so leid. Das? Der Zug? Du. Ein lebhaftes Ding bist du. Wärst du doch mit dieser Energie weggelaufen? Das hätte dich ja deutlich unterhaltsamer gemacht. Lass mich los! Lass mich los! Mir scheint, diesem Häschen fehlt es etwas an der nötigen Standhaftigkeit. Ein Jammer. Mit ein bisschen mehr Biss wirst du sicher entkommen. Und der Kristall gehörte jetzt dir. Der Kristall? Wen haben wir da? Ein neues Häschen, das verfolgt werden möchte. Wie schnell wird es diesmal wohl sein? Du bist hier der Böse. Findet sie! Bringt sie mir! Ich muss hier raus. Die Kreaturen entkommen. Faust. Waffe. Pistole. Gibt doch eine Pistole. Echt jetzt? Woher denn bitte?
Rühre meine Worte. Was? Etwa so? Okay. Spielen und schießen. Okay, wie viele Schüsse waren das jetzt? Vier? Vier im Kopf? Okay. Oh, Munition sieht mau aus. Was ist das hier? Da kommt das ganze Zeug her, oder wie? Oh, Munition. Hier was drin? Nee. Messer habe ich nicht. Schade. Okay, die Blume versperrt mir einen Weg. Ist hier noch was? Oh, bleib ja ruhig. Was soll ich nicht lang? Mal sehen, wo ich das nächste Häschen finde. Den reinigen Kristall erhalten. Sie sind weg. Vorerst. Das muss der Kristall sein. Ein großer Kristall, der hart blau leuchtet. Bronze, Silber, Gold der Masken. Drei bringen sie zu uns, der Kristall sei frei. Ich brauch wohl diese Masken, um ranzukommen. Okay, wissen wir ja, was unsere Aufgabe ist. Die Masken finden. Mal speichern. Gut, Leute, ich würde auch mal sagen, das soll es gewesen sein mit der ersten Folge zu Resident Evil Village, dem DLC von Rose. Würde mich freuen, wenn ihr mich weiter begleitet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, euer Doomsday hier auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal.